Die fragwürdige und ungeklärte Sache mit dem Populismus. Geschrieben von Wilfried Liebe, alias DJ Stony, alias Reinhard Steinbrecher, am Montag, den 14. Oktober 2019. Was eigentlich ist Populismus? Die Strategie, auf einen bereits fahrenden Zug aufzuspringen? Wo eine vermeintlich schnell größer werdende und laut schreiende, tobende Menge von Leuten in ein und dieselbe, vielleicht falsche Richtung fährt? Anstatt sich vielleicht zunächst auf sich gestellt, ganz alleine auf den Weg zu machen, zu einem Ziel, das dann infolge wunderbarer persönlicher Erfahrungen eigene Sicherheit gibt? Vertrautheit, das Gefühl, sowohl bei sich selbst zu Hause zu sein, eine geistige Heimat zu haben, in der man sich zu Hause fühlen kann, als auch das Glück, täglich, stündlich, minütlich dazulernen zu dürfen, wo einem die Offenheit gegenüber den nie vorhersehbaren Überraschungen unseres Kosmos lehren kann, wie beschränkt unser Wissen ist. Oder das, was wir in grenzenloser Selbstüberschätzung für die Wahrheit halten. Für diese Wahrheit bräuchte der Mensch vermutlich, vielleicht sogar ziemlich sicher, ein beinahe unendlich viel größeres Gehirn, als er hat. Und dazu kommt ja, dass alles in Bewegung ist. Auch diese eventuell entdeckte, erforschte, denkbare Wahrheit. Ohne die Wahrheit jemals auch nur annähernd gekannt zu haben und gegen den erbittertsten, brutalsten Widerstand jener, die uns lieber die ihnen genehme Wahrheit aufzwingen wollen, haben wir uns doch vom Steinzeitmenschen, von der Entdeckung des Feuers, der Erfindung des Rades, weiterentwickelt bis hin zur künstlichen Intelligenz, deren Zweck es sein soll, noch erfolgreicher zu arbeiten, noch effektiver als das Erfolgsmodell der Evolution, das menschliche Gehirn. Und immer konnten sich Populisten von links und von rechts darauf verlassen, dass die Diskussion mehrheitlich von jenen geführt wird, die die Funktion ihres eigenen Gehirns niemals hinterfragen konnten oder hinterfragt haben.
so regieren uns, wie seit Menschen gedenken, die gerne für dumm gehalten, ihre recht unterschiedlich große Intelligenz und Bildung brutal genug, konsequent genug zu eigenen Zwecken einsetzen und dabei missbrauchen. Sie sind es auch, die ihre Macht dazu verwenden, dem Volk den Zugang zu allem wirklich Wesentlichen, Funktion des Gehirns, Funktion von Gefühlen versus Funktion bewussten Nachdenkens, Wissen, Information, versperren. Faschistische Diktaturen, Religionen, etc., etc., etc. Wo diese Taktik nur noch eingeschränkt möglich ist, funktioniert längst noch viel besser die Gehirnwäsche über gezielte Falschmeldungen, Fake News der eigenen Medien oder gegebenenfalls im Internet. Bis auch der kritischste Geist nicht mehr weiß, was davon man auch nur ansatzweise glauben darf. Dabei hilft es gelegentlich schon ein wenig, wenn man ermitteln kann, wer hinter welcher Meldung steckt. Die Urheber oder die Auftraggeber. Welches Interesse ein Autor selbst oder bezahlt verfolgt. Zu informieren, das wäre hilfreich, ist aber immer seltener. Und selbst die, die nur informieren wollen, können sich ja noch täuschen. Denn auch sie sind leider Gottes auf wenige brauchbare Informationen angewiesen in diesem alles überflutenden Meer von Lug und Trug und Fake. Wer macht hier Geschäfte? Mit Macht und Reichtum und immer noch mehr davon auf dem Rücken der wehrlosen kleinen Leute. Wenn der Mensch nicht mehr Herr der Lage ist, wird sich das Universum etwas einfallen lassen, wie immer. Ob der Mensch bislang ja noch als das Überwesen gehandelt, ob mit Recht oder Unrecht, muss ich noch herausstellen. Ob dieser Mensch danach noch eine Rolle spielen wird? Viel, viel, viel Glück, wenn es denn mit unserem Verstand so schlecht bestellt ist.